Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der Pritwin. Und wir sollen jetzt... Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Aussehen eines Soldaten? Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Ach, welche Mission? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxon wird gleich mit der Crew sprechen und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Kleiner Tipp? Nicht einmal ein kleiner Tipp? Komm schon, das habe ich mir doch verdient. Ich kann dir nur sagen, dass wir aufgrund der Daten hier sind, die Dances Erkundungsteam uns geschickt hat. Alles Weitere wirst du erfahren, wenn ältester Maxon die Crew informiert. So, Schluss mit den Fragen. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Verstanden? Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ältester Maxon? Kannst du mir mehr über ältester Maxon sagen? Ältester Maxon ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Powerrüstung? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis ältester Maxon dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Das ist ja nicht meine Befehle. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von ältester Maxon anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Ach, keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Anwärter? Weißt du, was der gesagt hat? Der hat Anwärter gesagt. Anwärter, wir sind General der Minuteman. Der hat das nicht mal gemerkt. Wir sind eine Fliege. Das war ein Fliegenkuss jetzt. Der hat überhaupt nichts gemerkt. Hallo? Wir sind hier falsch, oder? Ja. Das schneide ich nachher raus. Tut mir leid, ich fand das ein bisschen unfreundlich. Bitte ein anderer Ton. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offen. Unter dem Commonwealth wuchert Was? Ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt.
Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Vic, leck mich. Was willst du? Erzähl. Ältester Maxon? Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Vorbereitung auf den Krieg? Ihr Schicksal ist Ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern, indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Was willst du? Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Kein Paladin? Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin, wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn Sie der Bruderschaft treu dienen, können Sie diesen Rang ebenfalls erreichen. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ältester. Machen Sie sich ein wenig mit dem Schiff vertraut. Kommen Sie zu mir auf das Flugdeck, wenn Sie bereit für Ihre nächste Mission sind. Echt? Wir dürfen fliegen. Wir dürfen die Pritvin fliegen. Kavum. Wo geht's hier zum Steuer? Ach, da waren wir doch schon. Hier ist kein Steuer. Haben wir doch gesehen. Haha. Ja, super. Wo wollten wir denn schon immer abstürzen? Ja, nee, hier waren wir. Das ist, wo könnte das Steuer sein? Hier ich oben gratuliere vielleicht. Zur Beförderung. Bitte. Ach, pst. Katzen? Wer hat das gesagt gerade? Wir haben hier doch noch nicht alles uns angeguckt. Jetzt suchen wir erstmal das Steuer. Da oben war es. Ja, okay, alle Platz, lasst mich mal ran. Ich zeige euch, wie das geht. Ich weiß ganz genau, wie man fliegt, hier so ein Ding. Nicht darunter springen. Nein! Oh, Mann, nein! Hey, das ist doch... Du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Einsatz. Toller Job. Wir waren vorbereitet. Das Akrobaten-Kampfrüstungsteile. Zwei Stück. Kein Fallschaden. Was hast du? Ja, aber wie kommen wir da je wieder rauf? Na, ihr seid ja ein Haufen. Wie kommen wir da wieder rauf? Wir dürfen fliegen. Oh, cool. Das war ein kurzer Flug. Ja. Okay, wir versuchen es nochmal, aber diesmal bleiben wir auf dem Boden. Auf dem Boden? Ich guck da nicht mehr runter. Nein. Habe ich jetzt nicht verstanden. Aha. Ach so. Katze? Sei vorsichtig. Hier sind so Histaminbomben irgendwo verteilt. Mit Fell und so alles. Paladin Dance? Ach so, du bist ja mitgeflogen.
Ja, jetzt ist... Ich riech mich ja schon ab. Hallo, Dean Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester Maxson? Weißt du, an wen der mich erinnert hat? Maxson scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxson ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Dein Vertrauen in Maxson? Wieso hast du so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxson hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxson die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Dann ist er entschlossen, ja? Er ist ein sehr entschlossener Mann. Er klingt, als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Wie könnte es auch anders sein? Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Fürsprecher? Was sollte die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxson ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Also, ich bin vorsichtig. Keine Sorge, ich pass schon auf. Gut, wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Mich begleiten? Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Das ist deine Entscheidung. Entscheide du. Du kannst mit mir kommen oder warten, bis ich fertig bin. Wie du willst. Dann komme ich lieber mit. Lass es mich wissen, wenn du es dir anders überlegst. Curie wegschicken? Oh, die finden wir doch nie wieder. Ja doch, im Vault 81 werden wir sie wieder finden. Wo hätten wir sie denn... wo landen wir denn nachher? Wir sind vorsichtig. Ja, wir stürzen zum Beispiel nie von der Pritvin runter, weil die Geländer hoch genug sind. Wisst ihr, wie gefährlich das ist für Kinder, wenn die da spielen und darunter fallen? Das ist überhaupt nicht kindersicher hier. Na gut, wir können es ja mal versuchen. Ich tippe mal auf County Crossing. Da sind wir noch nicht fertig mit unserer Baugeschichte. Ja, County Crossing. Sie wird sowieso woanders sein. Curie. Ich hätte sie lieber dabei. Sie soll das alles mitbekommen. Warum? Jetzt geht sie nach Sanctuary Hills. Hey, Curie, bleib da! Ja gut, irgendwann muss man wohl die Nabelschnur durchtrennen. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Kommt drauf an, wie man es sieht. So für manche war das vielleicht gar kein Versagen. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Medizinische Untersuchung? Welche medizinische Untersuchung? Mir geht es gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein paar einfache Fragen zu deiner Krankengeschichte. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du nichts hier hochschleppst, was eine Gefahr für die Besatzung darstellen könnte. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Voltaic-Überwachungssystem? Sarkastische Antworten wieder. Schau in deine Akten vor dem Krieg.
Ja, was verbirgt sich jetzt dahinter? Vault-Tec-Überwachungssystem? Nö, oder? Wissen wir gar nicht, waren wir? Nö, vor dem Krieg. Alles in Ordnung. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Also das soll ich in den Arzt hier vertrauen haben? So etwas hat er übersehen. Das kann man doch überhaupt nicht übersehen. Das geht ja gar nicht. Ich habe jetzt die zweite Frage nicht verstanden. Krankheiten, ich erinnere mich nicht. Du machst Witze? Noch nie krank. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Zählt Strong? Geschieht das oft, können wir fragen, sarkastisch, nicht mein Typ, niemals. Als guter, ihr wisst schon, stellen wir natürlich eine Gegenfrage, wenn wir können. Geschieht das oft? Was ist denn Curie? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit in Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Moralfrage, denke schon, überhaupt kein Problem. Nur zu meiner Selbstverteidigung. Ah, es ist eine Moralfrage. Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Nur zu meiner Selbstverteidigung. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Okay, liebe Welt da draußen, eins ist ja wohl klar, dass wenn wir mal medizinische Hilfe brauchen, dann rennen wir nicht zu ihm, sondern zum Institutsarzt. Da traue ich dem aber ein bisschen mehr als ihm hier. Oh Mann, geht das jetzt etwa so weiter? Wahrscheinlich schon, aber... Es gibt eine Menge Technologie, die nur auf ihre Entdeckung wartet. Aber mit Sicherheit nicht mehr in dieser Folge. Liebe Welt da draußen, diese Folge ist vorbei. Ich muss erstmal durchatmen und ein bisschen... Ich kriege hier eine Gänsehaut. Tut mir leid, ich kann nichts dagegen tun. Irgendwie finde ich die... Sympathie ist was anderes, sympathisch... was anderes. Ich weiß es nicht. Ich kann noch nicht. Ich sag mal nichts dazu. Wird sich noch herausstellen. Und B gibt es nicht. Ende der Folge. Danke für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.